gefunden haben, hat er das auch umklammert. Ja. Hi, Leute. Ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Heute werden wir mal 3 Uhr nachts Fidgets traden. Ich werde euch übrigens nochmal beibringen, wie man überhaupt Fidgets tradet. Aber nicht nur mit irgendwelchen Fidgets, sondern mit diesen richtig creepy Fidgets. Die haben wir von irgendeiner mysteriösen Person gefunden. Erinnert ihr euch noch an mein letztes Video? Da haben wir das alles unboxed. Und es ist voll creepy, schaut mal, Leute. Und auch diese Poppets. Und hier sind da und so Skelettdinger drin. So ist es. Das, da gibt es auch noch ein blutverschmiertes Messer. Voll komisch, Leute. Übrigens, hier im i könnt ihr das Video sehen. Ich dachte, was soll ich denn bitte schon mit diesen Fidgets machen? Fidget Traden macht mir Spaß. Hast mit wem möchtest du denn Fidgets traden, Ava? Frag ich jetzt mal so als Kamerafrau. Mit mir? Ja. Ich kann nicht alleine Fidget traden mit der Vivi. Dann? Mir ist gerade eingefallen. Ach, wir haben noch so keine Trading Mat. Die müssen wir dann noch basteln. Okay. Ja, dann nimm das Ding erstmal. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Ganz bestimmt nicht. Bei uns passiert ja nie was Schlimmes. Wirklich. Übrigens, Leute. Wir haben jetzt unsere eigene Halloween-Kollektion. Mit mehr Kleidung und noch diese wunderschöne LED-Lampe. Auch meine Lieblingssache aus dem Shop. Ich würde mich super freuen, wenn ihr einfach so nochmal bei meinem Shop vorbeiguckt. AlesEva.shop. So gut, ich werde jetzt diese Fidget Trading Matte basteln und schreibt mir mal, wie ihr meine Halloween-Kollektion findet. Ja, fang du mal an und ich mache hier ein bisschen Licht an. War das hell. Ah. Okay. Häufiges. Sonst kann man im Video gar nicht sehen. Ist der schon leer, der Block? Nee, der ist noch voll, aber es ist halt ein loses Blatt. Okay. So. Es wird jetzt nicht die schönste Fidget Trading Matte, aber wird halt für uns funktionieren. Du, 3 Uhr nachts muss es auch nicht das Schönste sein, Ava. Solange nichts Schlimmes passiert, das ist alles, was wir wollen. Und du nicht auf meinen Tisch kritzelst, bitte. Yeah. Ja, also erstmal muss man hier, so gut, wenn man hier erstmal die Linie hat, erstmal nochmal 2 Striche runter. Und nicht ganz runter machen, weil sonst kritzelt man bestimmt auf den Tisch. Deswegen würde ich empfehlen, mit Unterlage zu machen. Okay. Ich würde empfehlen, fürs Plus machen. Einfach, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder Lineal benutzen. Ich würde empfehlen, da immer noch schwarz zu bleiben. Plus bedeutet dann Add, also mach bitte mehr auf den Trade. Und ich würde jetzt empfehlen, für X und einen Haken grün oder irgendeine grünische Farbe und fürs Kreuz so eine rotliche Farbe zu nehmen. Orange und Neongelb. Wird funktionieren. Auch, ja. Wo ist übrigens mein Deckel? Hier. Oh, danke. Hier. Kreuzchen. Eher gesagt ein Härkchen. Jetzt hier ein Kreuz. Und dann macht man das auf der anderen Seite. Im Prinzip genauso. Ja. Okay, das machen wir und dann fangen wir mal an. Denn ich muss dir sagen, ich bin hundemüde. Ich bin es leid, immer bis 3 Uhr nachts aufbleiben zu müssen, Abby. Der Himmel ist richtig unheimlich und Via ist hier, um auf uns aufzupassen. Ihr seht nur ihren Hintern. Zumindest lernt ihr heute Fidget Traden mit Ava. Ich würde sagen, ich tausche mal die Sachen aus. Nein. Ava, wie ist das denn in dein T-Shirt gekommen, in deinen Pulli? Oh Gott, wow. Das sieht aus wie Affenknochen. Hier teilt schnell die Fidgets aus, dass wir traden können, ey. Wir müssen einfach 2 Häufchen machen, ja? Ja. Das ist ziemlich leer. Hier ist Avas Haufen. Mein Haufen. Dieser komische Knochen. Warte. Der kommt wieder hier zu. Oh. Meinst du, das ist so eine gute Idee? Ach, mir ist eh langweilig. Vielleicht. Du solltest schlafen. Dir soll nachts um 3 nicht langweilig sein. Willst du anfangen? Ja. Dann, das ist dein Offer? Ja. Dieser große Typ. Du musst doch was machen. Nee, du sollst noch was drauflegen, bevor ich überhaupt was adde. Aber das da trade ich gerade. Okay, aber ich hab nichts zum Traden. Du musst schon noch was adden, bevor ich überhaupt was zum Traden habe. Aber wenn du dich dafür offen willst, musst du aufs X drücken. Ja, dann mache ich X. Okay, ich denke, du weißt noch nicht ganz genau, wie für das Traden geht. Deswegen ist es ja gut, dass du uns das heute im Video 3 Uhr nachts unbedingt beibringst. Okay, gisch. 3 Uhr nachts Halloween Fidgets traden, ganz toll. Okay, dann mein Offer ist
So ein schwarzer, sag mal, Avi. Ja? Der war nicht drinnen. Was mal? Als wir die Box gefunden haben. Hast recht. Ich schwör's. Wie ist der da reingekommen in diese Box? Habe ich nicht schon so eins? Krass. Okay. Creepy. Dafür will ich auf jeden Fall nicht aufhören. Okay. Na toll, das wird ja nie was mit unserem Fidget-Train. Die Katze mag ich zu doll vielleicht. Das da. Mhm. Mint Condition. Okay, dafür offere ich hier das und diesen kleinen Kürbis. Kannst du noch ein bisschen erden? Nee. Oh. Okay, du bist dran. Ich offere. Was offere ich? Hier diese. Dafür gebe ich diese Hexe und noch das Armband. Okay, warte. Okay, jetzt so, bist du wieder dran. Ich trade Totenkopf. Ich muss jetzt erst noch mal gucken. Mama, das Licht ist aus! Oh mein Gott, Elva! Oh. Immer passiert das! Oh, das Licht ist wieder an. Elva! Hä? Huh? Das Fidget ist weg. Was ist das denn da? Das ist ja ein Spiegel. Was? Oh, Spiegel? Dreckig. Echt? Wo denn? Überall. Überall. Guck. Ja, stimmt. Lass mich aus! Lass mich aus! Ach, oh nein, sieht schon wie aus. Gottes Willen. Ey, was war das nur? Oh, schau mal. Ist wieder da. Das war, als ob das in dem Spiegel war, ist das das, was uns immer... Oh mein Gott. Hast du das hingelegt oder ich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mach nein, einfach nicht weg. Dafür hat weder der eine noch der andere ein Offer. Ich habe hier... Was habe ich zum Anbieten? Hab so eine Hexe und Graf Dracula. Normalerweise sieht Graf Dracula unheimlicher aus. Dafür offere ich... Warum hast du eigentlich so viel mehr Fidgets als ich zum Traden? Das da. Das da, so ein Hut. Oh, ja. Ich habe dazu das andere Teil, das hast du ja im letzten Video auseinandergeschnitten. Oh. Die kleinen. Das lehne ich ab. Nee, danke. Für das da? Den Kürbis, ja. Das war auch nicht dabei. Wie creepy ist das denn bitte? Die sind die Augen rausgehackt. Hier ist mein Offer. Creepy. Hell nah. Willst du das nicht? Ich auch nicht. Ich dachte, das könnte ich dir andrehen. Dafür habe ich... Nope, 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 nope. Okay. Darf ich noch mal was anderes offen? Ja. Ich habe irgendwie hier nur so bunte. Das da und das da. Noch was. Und diesen kleinen Kürbis. Okay. Also ich habe hier den Geist. Mach das Ding eh nicht so. Das Licht ist schon wieder aus. Oh, schon wieder an. Was ist das? Das ist derselbe Geist. Fass das nicht an. Oh, der hat das auch im anderen... Weißt du noch, als wir die Box gefunden haben, hat er das auch umklammert. Ja. Oh nein. Ah. Oh, den legen wir auch zur Seite. Ah, oh. Oh, nicht, dass der auch verschwindet und uns dann wieder... Den müssen wir in den Müll schmeißen. Eva, wirklich. Das willst du auch nicht mehr? Nope. Okay, hast du vielleicht ein Offer für meinen Geist? Add. Okay, gut. Okay, dann akzeptiere ich. Das Love hast du für mich gemacht. Ja. Du scammst mich gerade. Ach, du hast abgelehnt, oder was? Ja. Ach so, okay. Ich dachte schon. Also ich hätte jetzt hier anzubieten eine abgeschnittene... Ich habe einen abgeschnittenen Hut. Warte, ich habe hier noch diesen großen Geist anzubieten. Und wofür mein kleiner Hut? Art. Oh, okay, das macht mehr Sinn. Ich muss mal was ganz schön aufheben. Okay. Oh, da hinten habe ich die Bia gesehen. Was sind das denn für Geräusche, Eva, die du da machst? Dieser Stuhl ist komisch. Okay, hier. Wenn du das, dann akzeptiere ich. Ist das nicht mehr Mint Condition? Oder nee, ich mag das zu doll. Okay, dann gib mir mein Riesenteil zurück.
Mensch, mit dir Fidgets zu traden ist voll fies. Sag die Person, die Daumen bei mir ablehnt. Ich hätte noch... Hä, was macht denn hier so ein... Die gehört ja nicht zu. Wo kommen denn die ganzen Teile her? Oh, Leute. Ich habe was gesehen. Echt? Leute, jetzt zeig ich mir so Sachen aus. Hast du im Fenster was gesehen? Ja, jetzt aber nicht mehr. Leute, nachts um 3 Uhr Fidgets Train war keine gute Idee. Und auch Halloween Fidgets, nein, das machen wir nicht nochmal. Ich würde sagen, schaut euch hier nochmal mein letztes Video an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Und nicht vergessen, bei meinem Merch Store nochmal vorbeizugucken. Übrigens, das ist alles nur gespielt.